Promi-Geflüster, heute mal wieder aus dem Studio in Reutlingen, da wo wir sind, mit einem Skype-Interview. Und ich habe noch schon ein bisschen hier griechischen Flair im Hintergrund gezaubert, denn mein heutiger Interviewgast ist Grieche. Wer fleißig die Radio-Hitparaden hört, Yannis Nikos, er ist in vielen Hitparaden gerade wieder dabei, unter anderem bei SWR 4. Da hat er vergangene Woche den ersten Platz belegt. Dazu gratulieren wir ihm und ich sage Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Interview. Hallo, ein wunderschönes Hallo, sage ich zu unseren Zuschauern da draußen. Und ja, ich freue mich, dass Frank, dass ich in deine schöne YouTube-Sendung dabei bin. Ja, wir sind ja nicht nur bei YouTube zu sehen. Wir haben ja so viele Möglichkeiten mittlerweile hier auszustrahlen. Das Ganze dann natürlich auch nochmal auf Facebook und Smart TV ist ein Oh. neues Format. Da sind wir natürlich auch dabei mit eigenen Apps. Weiß ja nicht, wenn du auch so ein modernes Gerät hast, schau ruhig mal rein. Irgendwo findest du da was, ne? Toll. Genau. Ja, du bist jetzt nicht in Griechenland, sondern in München. Da bist du zu Hause. Wie geht's dir jetzt in der Krise? Wie geht's dir? Ja, wir sehen oder wir wissen, dass die Corona-Krise hat uns irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht oder alle dürfen oder müssen in die Häuser bleiben, 2 Meter Abstand. Das ist nicht so schön Gefühl oder Situation. Aber man muss auch so ein bisschen so, sagen wir, die Gesetze hören, was die sagen oder was die erzählen, weil wir alle Menschen als Verein müssen wir das zum Schluss zusammen schaffen. Und die Zeiten sind ein bisschen nicht so schön geworden, aber müssen wir alle positiv denken und einfach kämpfen, dass wir diese Hoffnungen haben, dass es das alles wieder gut werden. Ganz genau, so sehe ich es auch. Du bist ja natürlich Musiker mit Fleisch und Blut und so weiter. Also du weißt ja, um was es geht. Und nutzt wahrscheinlich die Zeit, an neuen Titeln dann zu arbeiten. Du hast ja, wie man gerade im Vorgespräch erklärt hast, im Keller dein Studio und da bist bestimmt fleißig, oder? Das stimmt, ich habe meine Tonstudio unten hier, oder hier im Haus, im Keller. Das ist das Gute, weil ich kann auch ein bisschen weiter Musik komponieren oder ein bisschen Mischung machen, ein bisschen was instrumentalmäßig neue Melodien finden oder was tun da unten. Ab und zu gehe ich mit meiner kleinen Jack Russell, meine kleine Elvis, mein Hund draußen im Park und dann komme ich wieder hier. Aber ich kann ehrlich sagen, ist mir nicht so langweilig, weil habe ich auch viele bürokratiemäßig die ganze Bürokratie zum Sortieren, so ein bisschen die CD-Regale sortieren. Also gibt es immer Action hier im Haus und Gott sei Dank. Also ich habe immer so was zum Beschäftigen hier. Ja, das ist ja schön und so bleibt natürlich doch jetzt mal die Zeit, dass man sich mal um so Dinge auch kümmert, das ist klar. Die hat man irgendwie sonst nie so richtig wirklich gehabt. Merkst du es jetzt irgendwo so in deinem Umfeld auch, dass so in gewisser Weise Solidarität jetzt herrscht? Kommen die Leute doch wieder eher zusammen oder ist es noch nicht überall so angekommen? Teilweise sieht man auch wieder Bilder aus München, wo sie dann doch wieder im englischen Garten liegen. Ja, gibt es auch Menschen, wo die auch unbedingt wollen, die frische Luft. Ich meine, das wäre nicht. Aber die Sachen sind ein bisschen anstrengend geworden. Also, wie ich gesagt habe, man muss immer Abstand halten und das ist auch gut so. Wenn man hingehen in unser englischer Garten hier in München zum Beispiel, sieht man eigentlich keinen Mensch dort Okay. oder in die Finger gezählt. Ja. Und das ist einfach so, weil so müssen wir alle das bekämpfen, diese Situation. Sonst geht nicht anders. Richtig, richtig. Momentan, wenn man so schaut, die Straßen sind ja wirklich alle frei, die Autobahnen leer und so weiter. Also da gibt es ja wirklich jetzt ja kaum mehr jemanden auf der Straße. Und einerseits tut es ja der Natur ganz gut, ne? Ja, eigentlich schon. Für die Natur ist das sehr gut oder positiv. Aber ab und zu, wenn ich draußen bin und dann ich denke, wie wäre es, wenn ich einfach in diese ganze Globus oder diese ganze Welt alleine wäre? Irgendwie habe ich immer mache ich diese
Gedanken, ne? Und dann sage ich, das war irgendwie schlimm, ohne Menschen, ohne Freunde, ohne, oh, das geht gar nichts, ne? Das ist auch nichts, Irgendwie. ne? Richtig, genau. Aber ich sage immer wieder, wenn man dann jetzt ein bisschen vielleicht sich besinnt und vielleicht manche Dinge jetzt nicht mehr ja, so anpackt, wie man es früher vielleicht gemacht hat, lieber mal ein bisschen mit Bedacht, dann denke ich mal, ist doch schon vielem geholfen, denke ich mal, ne? Stimmt, genau, richtig. Ja. Ja, was gibt es jetzt dann so in naher Zukunft von dir zu erwarten? Wie gesagt, die Single, ich muss gerade noch mal schauen, wie sie genau heißt. Also macht die Welt zum Macht die Welt Abenteuer. zum Abenteuer, ganz genau. Das ist. Ist darüber hinaus jetzt ein Album geplant? Album ist schon. Das habe ich meine Album, die also letztes Jahr im März ist rausgekommen. Das Album heißt wie das trojanische Pferd. Okay. Und diese macht diese Nummer, diese Titel macht die Welt zum Abenteuer. Ist das eine Auskopplung von meinem Album? Also ich habe 20 Titel drin und wir versuchen einfach in die Zukunft noch, also in die nächste, sage ich so, 8 Monate Auskopplungen zu Okay. machen. Und dann habe ich schon im Plan, habe ich schon angefangen, 8 Lieder habe ich schon gemacht für mein nächstes Album, nächstes Projekt. Wie ich gesagt habe, ich versuche einfach kreativ hier im Studio zu sein. Habe ich, schätze ich, auch ein paar gute Titel rausgefunden. Ich hoffe, dass die Menschen da draußen oder die Fans das gefällen oder gefällt. Ich schätze, wenn alles gut läuft und dass, wie sagt man, dass die Forscher diese Antivirus finden, ich schätze, höchstens in 1,5 Jahr dann kommt mein nächstes Projekt, weil 1 Jahr ist gar nichts in die heutige Zeit, denn die Tage fließen so schnell, also die Zeit rennt so schnell vorbei und ein Album nicht vergessen dauert eigentlich 1,5 Monate, bis das alles fertig sind. Von A bis Z. Okay, sehr gut. Ja, Auftritte sind ja jetzt natürlich, können auch keine stattfinden. Das ist leider für jeden Musiker irgendwo schwierig geworden, die Zeit. Aber egal welche Branche, es hängt alles irgendwo natürlich, klar. Aber wenn wir jetzt ein bisschen drüber hinausschauen und vielleicht auch mal so ein, ja, die zweite Jahreshälfte. Was wären es für Highlights, die man erwähnen könnte, wo es voraussichtlich dann wieder weitergeht? Ja, das ist schwierig eigentlich, weil dann muss man auch die ganzen Agenturen aktivieren, muss man wieder Werbungen machen, neues Album raus im Markt bringen. Das eigentlich müssen wir Interpreten von Anfang anfangen, also von A anfangen. Das ist schwierig, aber man muss immer am Ball bleiben. Hauptsache, ich bin ganz ehrlich, dass die Radios uns spielen und das ist unsere Hoffnungen, von unseren Interpreten, dass wir diese Unterstützung haben. Und dann langsam, langsam, peu à peu, kann das auch wieder entwickeln und dann können wir wieder erreichen, diese Stillstand, was wir damals hatten. Ganz genau, richtig, nee, ich glaube, das, ja, die Zeit müssen wir jetzt einfach durchstehen und das Beste draus machen. Wie gesagt, du mach auf alle Fälle wieder tolle Titel. Ich denke mal, da gibt es viele Ideen, die dann jetzt so entstehen und die man umsetzen kann. Und dann wünsche ich dir für die weitere Zukunft, uns alle natürlich, viel Gesundheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Alles, alles Gute und irgendwann sehen wir uns hoffentlich wieder. Vielleicht auch mal im schönen Griechenland, wer weiß. Ja, das stimmt. Die Welt ist so klein. Ich möchte auch was sagen zu unseren Zuschauern. Also vielen Dank für dein Interview sowieso. Und bleiben Sie gesund, weil gesund ist das A und das Z in unser Leben. Und wir alle zusammen, das schaffen wir. Und immer positiv denken. Dann schaffen wir das alles zusammen. Also ja. Genau, so ist es, ganz genau. Und ich sage herzlichen Dank, dass du ganz kurz da Zeit gefunden hast. Und ich entlasse dich jetzt wieder ins Studio an die Arbeit. Und wir sehen und wir hören uns und bleiben natürlich in Kontakt. Alles Gute Vielen dir. Dank. Dankeschön. Ciao.